Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 314 von Simotrans. Ja, schauen wir mal, dass wir hier laufen lassen. Wir waren letztes Mal mit WSD nicht unterwegs, weil das hat damals geknappt. Wir waren, ja doch, da sind wir ja richtig. Wir hatten hier oben, nee, war das hier? Irgendwo hier war das auf jeden Fall. Da haben wir die Steine revolutioniert. Hier, das haben wir gemacht, genau. Und dann haben wir hier unten noch halt die Kohle, die da die ganze Zeit wartet, bis der Kohlezug voll ist. Da haben wir aber noch 5 LKWs draufgesetzt, die noch nicht da sind. Der Konvoi muss hier irgendwo durch die Stadt noch unterwegs sein. Denke ich mal. Rauszoomen. Tante Mimi war das, glaube ich. Die sprach von rauszoomen. Wir zoomen auch mal raus. Hier oben sehen wir die LKWs, die da noch kommen. Dann klappt das da. Kohlekraftwerk. Gehen wir mal weiter nach links. Das war ja hier vorne irgendwo. Das müsste noch genug Ladung haben. 1700. Und der Zug steht ja hinten hier und der ist 2/3 voll ungefähr, ne? 1100 oder sowas war das letzte Mal, 1184, okay. Da tut sich aber was und ja, vielleicht waren die LKWs gar nicht nötig, weil das Kohlekraftwerk ja hier auch die Kohle nicht so schnell aufbraucht, ne? Aber wir haben es jetzt gemacht und ist alles gut. Wir werden sehen, wie es dann vorangeht, ne? Sonst stehen die dann nachher hier oben in den Haltebuchten und alles ist gut. Vielleicht kann die Kohle ja auch woanders noch hingebracht werden, auf jeden Fall, wie wir gerade sehen. Eins ist ja nur angebunden, das Kohlekraftwerk, da müsste man schauen, dass man die Kohlelinie dann halt auch noch dementsprechend weiter optimiert, dass das Ganze von irgendeinem anderen halt noch nach Floto zum Beispiel gebracht wird, ne? Schüttgut wird da oben transportiert, das wäre also Schrott, das würde bedeuten, wir müssten mit einem Zug von hier noch nach da oben fahren, wenn... Und dann müssten hier LKWs das noch weiter hochbringen, ne? Während die LKWs ja tatsächlich hier fahren, sind Schüttgut-LKWs oder ist ein Schüttgut-LKW wahrscheinlich sogar nur, oder? Ne, sind tatsächlich 3. Und die fahren von oben bis hierhin. Das passt sogar tatsächlich. Das ist tatsächlich da, wo sie fahren sollten. Und die bringen schon Kohle hin und her. Wo geht die Kohle hin? Welcher Zug fährt hier mit Kohle durch die Gegend dann? Quatsch. Verbindung. Das ist Straße, Flotodurchgangsverkehr, Salza, Vierstädte-Express. Einzelfahrzeuge, die halten. Das ist schon schlecht, ne? Ne, haben wir ja auch keine. Das ist schon alles richtig. Aber wo wird die Kohle hier transportiert? Das ist jetzt die Frage. Salze, lauter. Ja. Dieser Zug. Okay. Der fährt schon vom Kindergarten da hinten nach da. Was hat er denn geladen? Kohle hat er auch geladen. Oh, dann brauchen wir da gar nicht mehr dran arbeiten. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist es. Dann wird die Kohle tatsächlich auch hier hinten hergebracht, ne? Also schon oben gebracht. Von dem kleinen Zug. Die Salze werden auf jeden Fall auch transportiert. Was liegt denn hier noch? Ja, Salze weniger. Die Kohle ist schon das mehr angesagte. Okay, dann ist es aber nicht schlimm. Dann läuft diese Rutsche ja schon. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier hochgehen zum Kohle Bergwerk, da müsste hier eigentlich mehr aktuell sein. Allerdings ist wahrscheinlich das erst aktiv, wenn die erste Lieferung ankommt. Ja, das ist alles auf dem Festland, ne? Wenn man das da oben Festland nennen kann, weiß ich auch nicht. Die Landzunge oder ja, wahrscheinlich eher eine Landzunge. Okay, das heißt, der hat immer was zu tun, der fährt immer was hin und her. Der fährt tatsächlich vielleicht auch dann Sachen hin und her, die hier unten hinkommen, ne? Also, er könnte auch eine Rückverbindung dann haben. Alle Werkwerke sind angeschlossen, wie man sieht. Das heißt, das funktioniert schon. Okay, dann ist das schon geklärt. So, dann ist die Frage, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren mit unserer Liste, glaube ich, zugange. Von Fahrzeugen, oder wo waren wir da? Ja.
Der macht ganz wenig Gewinn hier, ne? Wo fährt der überhaupt hin? Güterzug Kohle Südwest. Sandgrube Zulieferer. Wo ist das? Altenau Stahlwerk. Das ist da, okay. Der holt hier unten was ab. Aber nirgendwo sind Güter vorhanden. Aber Sand wird da gar nicht transportiert. Aber ach so, hier ist doch noch die ganze Hütte, andere Hütte hier. Da wird Öl transportiert. Nee, da wird auch kein Öl transportiert. Ist ja der Zug dafür da. Sand ist da. Ist hier ein Tausch? Nee, ne? Schüttgut Sand. Schon wieder weg. Was fährt der? Da steht Güterzug Kohle. Sandgrube Ziefelau. Das ist jetzt hier Stahlwerk, nicht S-Südwest. Was bringt der hier hin? Achso, haben wir ja schon offen, ne? Schüttgut wartend. Aber Sand brauchen die hier nicht, ne? Schrottkohle und Eisenerz. Ich kann mir gerade nicht erklären, was dieser Zug transportiert. Oder wofür er da lang fährt. Macht gerade nicht so wirklich Sinn, ne? Jetzt kommt er hier runter. Fährt dann hier rein. Da gibt's Öl, da gibt's Sand. Und sonst gibt's hier nichts, oder? Aha. Dann hält er da an und fährt dann auch wahrscheinlich gleich weiter durch, ne? Für den gibt's hier nichts. Ich habe jetzt keinen Sinn, sehe ich jetzt da drin, dass der hier hinfährt. Und jetzt fährt er weiter. Ja, sehr spannend. Der macht nur miese. Sandgrube Zulieferung. Was ist das für eine Zulieferung? Das ist jetzt die Frage. Welcher Zug bringt denn hier Kohle dann mit? Güterzug Sand. Das ist hier. Und das ist da. Das ist da, ne? Ja. Jetzt ist die Frage. Hier wird aber keine Kohle angeliefert, oder? Oder können wir ja sehen, wenn wir hier auf dem Bahnsteig sind, wir ja schon. Da ist nur Zement ohne Ende. Also der eine Zug macht jetzt gerade keinen Sinn, durch die Gegend zu fahren, weil dieser liefert auch nicht an. Und ich glaube auch nicht, dass es hier noch einen Halt mehr gibt, der also einen Zug noch mehr gibt. Öl, Sand und Kohle. Und sonst bringt hier keiner was hin. Das bedeutet, dass dieser Zug jetzt sinnigerweise nicht da mehr lang fährt. Also dieser hier. Ich sehe jetzt gerade keinen Sinn, dass der da noch weiterfährt. Schick den erstmal zum Depot, damit er kein Geld mehr kostet. Und dann schauen wir weiter. Der hier hat Stahl- und Siloware, lose. Fährt gerade hier raus. Der fährt mit dem Stahl wahrscheinlich auch leer durch die Gegend, ne? Weil hier kommt auch nichts rein. Was fehlt denn hier, dass da nichts kommt? Fehlen tut hier nichts. Endabnehmer nehmen nichts mehr ab wahrscheinlich, ne? Produziert Stahl, aber für wen? Maschinenfabrik und Packungshersteller. Maschinenfabrik hat alles.
Stellt auch Haushaltsgeräte her. Und die Haushaltsgeräte sind hier, die da verkauft werden. Wo war das? Hier, ne? Ja. Da sind natürlich genug da, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Der hat das Depot erreicht, alles klar. So, dann haben wir den zweiten, das ist der Verpackungshersteller. Was braucht der da? Der braucht auch Stahl und hat schon genug. Hier läuft es auch, Verpackungsmittel sind auch da. So, Zementwerk. Hat genug Verpackung, da läuft's. Der Schlachthof. Hat genug Verpackung, da läuft's. Dem fehlt's Vieh, ne? Kommt gerade was rein, kann das sein? Da war gerade ein LKW, aber wahrscheinlich auch das nicht. Und Gerätemaschinenfabrik, die haben bestimmt auch genug Verpackung. Ja, das läuft alles. Also beim Schlachthof sollten wir nochmal vorbeigucken, wegen Dingens. Wegen dem Vieh. Hier ist alles gut. Da ist nichts. Den Einzug haben wir jetzt zurückgeschickt. Jetzt müssen wir hier noch gucken, wo das Vieh herkommt. Das müsste hier oben aber gewesen sein, oder? Da ist der Steinbruch. Betonfertigteile, ne? Ne, das Vieh kommt mit Schiff, ne? So war das. War das hier? Möbelfabrik, okay. Da läuft auch alles. Aber hier können wir gerade nochmal reingucken. Ist auch alles vorhanden bei den Betonteilen. Die müssen nur schneller produzieren wahrscheinlich, ne? Oder brauchen nicht produzieren, weil kein Abnehmer mehr da ist. Baustofflager ist bestimmt voll. So, dann schauen wir mal mit dem Vieh. Vieh ist ja nicht hier. Verbindung brauchen wir gerade. Schiffe, Bretter, Steine, Verpackung, Möbel. Wie kommen das Vieh hin? Ach so, da könnte auf der Route auch Vieh. Ja, hier ist aber keiner. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten doch Schiffe, die auch Vieh transportierten. War es Gesundheitstier, weiß ich, wie sie jetzt heißen, da und haben das alles unterbunden oder was? Fehlt doch die ganze Lieferstruktur für Vieh. Wenn man Filter nutzen oder wie? Nee, alle nicht. Keiner. Vieh. Wie kann ich denn jetzt suchen, ja? Schiffe. Waren filtern, Namen filtern. Ja, weiß ich nicht. Ach, Filter an, dann geht's auch, ne? So, 70 Stück Vieh fahren da auf der MSV. Das ist wo? Von da? Okay. Das ist, wo war das? Hier beim Dingens, Importeur. Okay. Und die Reise geht dann hier hin. Ja, zu dem Hafen, passt schon. Das bedeutet, wir haben viel zu wenig Schiffe dafür, obwohl hier reichlich sind, ne? Aber da geht noch nichts. Alle nur 70 Vieh, ne? Genau so ist es. Gab's da nicht zuerst so, ach, hier oben sind größere vielleicht. 110 Stück Vieh. Die sind gerade alle auf dem Weg nach unten oder so? Ne, hier sind auch volle, okay. Das würde bedeuten, wir müssen mal gerade noch schauen, dass wir vielleicht das ein oder andere Schiff vom Stapel laufen lassen. Komm, wir zoomen raus, wie Tante Mimi das gesagt hat, ne? Vielleicht gibt es mit Vieh ja jetzt mittlerweile was Besseres. Nicht wirklich, ne? Die 110 sind hier.
Hier sind die 100, ne, 60 Stück Vieh sogar nur. Da ist das Boot noch das Bessere. Aber das ist das Schnellere. 25 km/h, das wären ja eher Knoten. Dann ist das irgendwie ein Knoten oder sowas. Ein bisschen mehr, glaube ich. Da müsste man definitiv sagen, dass dieses Schiff ja viel erfolgreicher ist, weil es viel schneller ist. Es sind zwar 10 weniger. Motorschiff, ne? Und starten wir jetzt mal, ne? So, 10 Schiffe nochmal da drauf gesetzt, das sind nochmal 600 Tiere, die dahin kommen. Okay, dann haben wir das auch. Dann sollte das hier ein bisschen besser werden, ne? Und die Gastwirtschaft kriegt dann das Fleisch und die ist wahrscheinlich leer, oder? Oh, hätte ich mal nichts gesagt. Fleisch ist auch genug da. Wer kriegt denn noch Fleisch? Nur die Gastwirtschaft, das ist schlecht. Okay, dann hätte das vielleicht mit dem Vieh sogar gereicht. Naja, wir expandieren die ganze Geschichte, ja. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen zweiten Gasthof, den wir demnächst anschließen müssen. Aber ich sag mal, für die Folge soll es auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.